Hi Leute und willkommen zu Mario und Rabbids Sparks of Hope, dem Mario und Rabbids Crossover von Ubisoft, was ja schon ein Szenario ist, was absurder eigentlich kaum sein könnte. Eine Mischung aus dem braven Mario-Universum und dem anarchischen Rabbids-Universum in einem Genre, was Mario gefühlt eigentlich nicht fremder sein könnte. Mario und Rabbids ist nämlich ein rundenbasierter Taktik-Shooter, wie zum Beispiel auch die XCOM-Serie, um hier mal den bekanntesten Genre-Vertreter zu nennen. Oder halt auch der erste Teil Mario und Rabbids Kingdom Battle hieß er, der damals auch einigermaßen überraschend kam. Ich habe ihn damals gezockt. Fand ihn ziemlich spaßig und war auch sehr positiv überrascht. Die taktischen Scharmützel waren tatsächlich ziemlich gut und ziemlich cool gewesen und auch relativ anspruchsvoll, gerade gegen Ende. Der Humor und die Präsentation waren halt irgendwie wirklich witzig gewesen. Und deswegen wollen wir uns jetzt auch mal hier den zweiten Teil, Sparks of Hope, zusammen angucken. Und damit starten wir jetzt auch direkt. Willkommen bei Sparks of Hope. Nee, mit einem Ubisoft-Konto verbinden will ich nun wirklich nicht. So, wir legen uns mal einen Spielstand an und gucken mal, was uns hier erwartet. Warten wir diesen Ladebildschirm mal kurz ab. Zur Handlung und zum Szenario und so sage ich gleich nochmal was. Das klassische Peach-Schloss, wie man schon seit Nintendo 64-Zeiten quasi kennt. Nur bevölkert von Rabbids. Rabbids mit Donkey Kong-Krawatte. Und eine ziemlich verwunderte Prinzessin Peach. Mario! Rabbid Peach! Biebo, ich bin so froh, euch zu sehen. Die Rabbids sind heute ziemlich aufgekratzt. Irgendwer hat Rabbid Marios Latzhose verlegt. Ja, wer könnte das gewesen sein? Sie ist weg und jetzt traut er sich nicht, hinter dem Busch hervorzukommen. Oh, wenn ich den Dieb erwische, der mir meine Latzhose geklaut hat, wo ist die? Könntet ihr bitte Rabbid Marios Latzhose suchen? Seht hinter den Bäumen und Büschen nach. Ist so gut wie erledigt, verehrte Prinzessin. Stets zu Diensten. Achso, Biebo kann sprechen, aber die Prinzessin nicht. Interessant. Das hätte in die Hose gehen können. Finde Marios Latzhose. Okay. Mario Rabbid braucht deine Hilfe. Irgendwer hat Mario Rabbids Latzhose versteckt. Habt ihr schon hinter den Büschen nachgesehen? Das ist ein beliebtes Versteck bei den Rabbids. Hey, ihr da! Ohne meine Latzhose kann ich nicht rauskommen. Durchforstet die Büsche, schüttelt die Bäume, ihr müsst sie finden. Okay, okay. Erstmal eine kleine Steuerungseinführung hier im Peach-Schlossgarten. Die Leute sagen mir immer, bewege R, um dich umzusehen. Keine Ahnung wieso. Okay, die Steuerung ist noch ein bisschen langsam, das muss ich mal irgendwie umstellen. Ich höre ständig den Satz, halte X für einen Sprint. Was soll der Quatsch? Schütteln. Ah, okay, hier kommen Münzen raus. Ja, das ist im Prinzip relativ ähnlich wie im ersten Teil. Man hat die ganze Zeit Biebo, den man im Prinzip steuert, und der Rest, oder Biebo Zero, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, und der Rest fliegt hinterher. Und damit erschlägt sich meine Erinnerung ans Szenario vom ersten Teil quasi auch schon. Achso, da ist der Hase drin. Hieran können wir nicht schütteln. Ja, die Story war letztendlich auch gar nicht so relevant gewesen, ne? Und wahrscheinlich auch relativ trivial gewesen. Ich weiß es auch gar nicht mehr so genau. Die gehört sicherlich nicht Rabbid Mario, aber irgendwas stinkt hier gewaltig. Die Latzhose gehört mir. Schaut die Größe nach, wenn ihr mir nicht glaubt. Ja, es ging halt letztendlich auch mehr ums Szenario und um den Humor. Und wie gesagt, das Game an sich war halt auch ziemlich gut gewesen. Und mal gucken, was jetzt hier storymäßig auf uns wartet. Erstmal ist hier irgendwo eine Hose geklaut worden, die ich gerade irgendwie nicht finde. Fängt schon prima an. Okay, hier liegt noch ein bisschen Gold rum. Hier können wir nicht dran wackeln. Ja. Schauen wir mal. Folgen wir mal dieser Münzspur hier. Da glitzert ein Busch. Ob das der Busch ist, den wir suchen? Wahrscheinlich, oder Leute? Aus allen anderen Büschen kommt auf jeden Fall Geld raus. Oder aus diesen. Ach, hier ist auch diese Statue mit der Krawatte.
So, hier haben wir sie endlich gefunden. Das hätte in die Hose gehen können. Bring Rabbit Mario seine Latzhose zurück. Schüttel die Sträucher. Sie sind die Sparschweine der Natur. Ja, das habe ich schon gemerkt, dass da ständig Münzen rausploppen. Ich habe gehört, dass du ein neues Raumschiff gebaut hast. Beep. Oh, ne? Darf ich es fliegen? Ja, noch ist irgendwie gar nichts. Ach ja, genau, diese Waschmaschine, mit der ist man, glaube ich, irgendwie durch Raum und Zeit gereist. Kann das sein? Mal gucken, was hier jetzt noch passieren wird. So, achso, jetzt ist das Ziel auf einmal hier und nicht mehr bei der Prinzessin. Da hat Mario Rabbit die Hose wieder. Tada! Ja, es wurde irgendwie so eine Maschine gebaut, wo man Sachen reinschmeißen konnte, die dann kombiniert worden sind. Ich glaube, irgendwie sind halt auch so diese komischen Klon-Rabbits oder Mario und Luigi oder Nintendo-Rabbits entstanden. Ich weiß es echt nicht mehr so ganz genau. Tada! Wieder im Einsatz! Oh, du hast eine Latzhose gefunden, Rabbit Mario. Ich wusste, dass das kein gutes Versteck ist. Verstehe, du wolltest genauso cool sein wie Rabbit Mario, aber es gibt nur einen, der in diesen lässigen Beinkleidern so gut aussieht. Ende gut, alles gut. Jetzt können wir diesen herrlichen Tag endlich in Eintracht und Frieden genießen. Jetzt, da wir unser jüngstes Abenteuer bestanden haben, können wir uns zurücklehnen und entspannen. Mit dem sicheren Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben. Genau. Oha, was kommt da angeflogen? Einer der namensgebenden Sparks, würde ich vermuten. Ganz viele davon. Oha. Eine Riesenamöbe. Ah ja, die Selfie Queen. Ja, von diesem Viech erschlagen wurde, weil sie ein Selfie machen wollte. Das geschieht ihr recht. Okay. Es droht auf jeden Fall schon wieder alles hier im Chaos zu versinken. Okay. Sind wir jetzt in diesem Viech drin, oder was? Von Deckung zu Deckung. Ah, okay, das ist schon das erste Kampftutorial, das wir hier reingeworfen werden anscheinend. Keine Sorge, Rabbit Peach. Wir schlendern ganz entspannt über den Rücken dieses Flugwesens und sind ruckzuck am Ziel angekommen. Oh, streiche die Wörter entspannt, schlendern und keine Sorge. Gegner im Anmarsch! Naja gut, die sehen ja noch relativ harmlos aus. Geh in Deckung und lass dich nicht ungeschützt erwischen. Bewege dich von Deckung zu Deckung und vergiss das Angreifen nicht. Los geht's. In Deckung gehe, in Deckung, um deinen Helden vor Gegnern zu schützen. Während du in Deckung bist, kannst du mit ZL auf Gegner zielen und sie so treffen, während du geschützt bist. Gut. Dann bewegen wir uns mal. Genau, das ist zum Beispiel schon die erste Neuerung hier im Kampf. Im ersten Teil hat man sich genretypisch über festgelegte Quadrate bewegt und der Bewegungsradius wurde halt darüber festgelegt, wie viel Quadrate man weit laufen konnte. Das haben sie geändert. Man kann sich jetzt in seinem Bewegungsradius relativ frei bewegen und hier jetzt schießen, wenn man ZL drückt. Feuert zwei Geschosse ab, entweder beide auf ein Ziel oder auf zwei verschiedene. Bestätige das erste Ziel, um ein zweites zu wählen. Moment. Ich will auf das, aber eigentlich will ich auch auf das. Ah. Doch. Ah, links und rechts. Ja. Besser immer zuerst ein Ziel ausschalten. Dann wird die Bedrohung insgesamt etwas niedriger. Und der Kampf nach hinten raus stressfeuer. Nicht das stressfreier. Nicht das Feuer auf verschiedene Ziele verteilen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Können wir ihn erreichen? 0 bis 0 Schaden. Ja gut, wir können jetzt auch einfach... Obwohl, ne, können wir nicht. Ich wollte gerade sagen, wir können jetzt einfach ihn umlaufen.
Können wir aber erstmal nicht. Möchtest du diesen Zug überspringen? Ja, bleibt mir nicht viel anderes übrig, ne? Weil ich kann ihn ja sonst nicht treffen. Aber jetzt könnte er mich umlaufen, ne? Nein, macht er aber nicht. Er bleibt da, wo er ist. Versucht nun, sie zu erreichen, indem ihr euch zur Schwanzspitze des Mantas begibt. So, jetzt könnten wir wahrscheinlich ins Grüne laufen oder ihn einfach nochmal abknallen. Tschüss, mein Freund. So, das sind auf jeden Fall die grundlegenden Kampfmechaniken. Da kommt natürlich noch mehr zu und auch anspruchsvollere Gegner und sowas. Also wie gesagt, die taktischen Scharmützel, die waren wirklich cool gewesen. Das ist eigentlich auch das, was ich vom zweiten Teil erwarte. Achso, sie ist gar nicht erschlagen worden, sondern ist quasi aufgestiegen hier auf das Riesen, auf den Manta-Rochen oder was auch immer das ist. Was war das? Hat ihre Waffe versagt, oder was? Zerstöre Mantas Schwachpunkte. Ja, ich bin auch mal gespannt. Die Oberwelt im ersten Teil, die war ja so ein bisschen sehr linear gewesen und auch relativ... Sie war hübsch gemacht, aber ansonsten unspektakulär gewesen, ne? Okay. Waffen funktionieren nicht. Ha, dann starten wir doch einfach unseren mächtigen Rasereiangriff. Der hat uns schon in so mancher Schlacht aus der Patsche geholfen. Ah, ich glaube, das ist so ein Nahkampfangriff, ne? Wo man auf die Gegner draufspringt als Mario und so. Dinge ablösen. Und sobald ihr sie habt, könnt ihr sie auf die kugelförmigen Augapfelausstülpungen der Kreatur werfen. Ihre Schwachstellen. Ja, dann probieren wir das mal. Was ich gerade noch sagen wollte, genau, die Oberwelt war nett gemacht, aber sie war halt irgendwie unspektakulär gewesen. Man ist einem relativ linearen Pfad gefolgt. Es gab immer mal so ein paar kleine Verstecke oder kleinere Rätsel oder so. Aber insgesamt nichts Spektakuläres, auch nicht so überzeugend. Da bin ich echt mal gespannt, ob sie hier am zweiten Teil was gemacht haben an der Oberwelt. So, was wollen wir jetzt machen? Raserei. Genau, das war so ein Nahkampfangriff gewesen. Aufheben. Okay, also innerhalb unseres Bewegungsradius haben wir aber anscheinend beliebig viele Aktionen zur Verfügung. Dann werfen wir dieses Teil hier mal. Und mit Mario, okay, oben und unten wechselt man. Können wir im Prinzip das gleich machen. Okay, man muss nah ranlaufen und A drücken, dann kommt man in die Raserei. So, zack, nächster Knubbel hier weg. Ja, und mehr können wir gerade nicht machen, ne? Möchtest du deinen Zug überspringen, beziehungsweise jetzt beenden? Ja, möchten wir. Der letzte Schwachpunkt befindet sich. Oh, hinter uns war noch ein Gegner gewesen. Wir müssen einen Weg finden, rüberzukommen. Zeit für einen Teamsprung. Mit einem Teamsprung kannst du das letzte Finsterzeitei erreichen. Während eines Teamsprungs können deine Helden sich in der Luft frei bewegen, aber behalte den Timer im Auge. Trommle deine Helden zusammen, um einen Teamsprung auszuführen. Wenn du neben einem anderen Helden stehst, kannst du seine maximale Teamsprungreichweite sehen. Kannst du seine? Okay. Wenn ein Held in den Bewegungsradius eines anderen Helden kommt, wird dieser Bereich gelb hervorgehoben und das Schuhsymbol wird ebenfalls hervorgehoben. Okay. Oh, dann stellen wir uns mal hier hin. Ah, ich habe Peach nicht ganz nach vorne gestellt, ne? Ich glaube, wir schaffen es so gerade eben nicht hier zusammenzukommen. Dann müssen wir den Zug hier tatsächlich auch wieder beenden. Oh, das ist einer dieser Rabbits, der kann uns aber gerade nicht sprechen. So, jetzt sollte der Bereich gelb sein. Naja, zumindest ist das Schuhsymbol dran. Links an Peach. Das heißt, dass ich jetzt von ihr abspringen kann. Wobei ich jetzt nicht unbedingt gesehen habe, wie weit man fliegen konnte. Naja, wir werden noch genug Gelegenheit haben, das zu üben und zu perfektionieren von der Steuerung her. Und Absturz. Ja, Hauptsache das Handy wieder am Start. Die ist so hart gewesen, Rabbit-Prinzessin. Ja.
Oh, ein Stern-Power für die Waffe, oder was? Kriegen wir auch einen? Also die Präsentation finde ich nach wie vor super, ne? Es sieht einfach so cool aus. Schuss in die Finsterzeit. Besiege alle. Ja, und es gibt dann nachher auch noch wahrscheinlich so Spezialrollen, ne? Mario ist dann eher so der Kämpfer gewesen. Das heißt in Deckung gehen, Ziel anvisieren und feuerfrei auf diese Strolche. Passt aber auf, denn diese Dimension ist anders als unsere. Nach einem Schuss könnt ihr euch nicht mehr bewegen. Ach so, jetzt kommt doch diese Einschränkung, dass man nicht mehr beliebig viele Aktionen machen kann. Los geht's. Wenn ein Gegner hinter einem Teilhindernis ist, besteht eine Wahrscheinlichkeit von 50%, dass du ihn triffst. Entlang der gestrichelten Schusslinie wird die Trefferwahrscheinlichkeit in Prozent angezeigt. Manche Waffen können Teilhindernisse umgehen und Gegner treffen, auch wenn sie sich dahinter befinden. Okay, die Prinzessin kann anscheinend... Schießt dann so ein bisschen nach oben, Rabbit-Prinzessin. Denk dran, oder Rabbit-Peach, denk dran, nach einem Schuss kannst du dich für den Rest des Zuges nicht mehr bewegen. Also gehe zuerst in Deckung. Okay, dann gehen wir mal hier in Deckung. Nee. Bitte alles auf einschießen. Okay, wir haben nichts getroffen, aber die Deckung weggeballert. Na gut, mit der Prinzessin kommen wir erstmal hier hin. Trio Infernale feuert drei Geschosse in einem hohen Bogen auf ein einzelnes Ziel. Ignoriert Teilhindernisse. Ah, das ist doch mal nett. Und damit haben wir unseren ersten Gegner hier auch besiegt. Ah so, und jetzt endet der Zug auch automatisch. Okay, in den Tutorial-Runden. In den ersten war das noch ein bisschen anders gewesen, wobei ich mich auch frage, warum sie da diese Freiheit zugelassen haben. Ne? Eher da wäre es ja hilfreich gewesen, wenn der Zug automatisch zu Ende gewesen wäre. Jetzt, so musste man erst die Y-Taste quasi finden. So, ich glaube, wenn wir hier seitwärts dran laufen. Ach so, 100% Trefferwahrscheinlichkeit wird einem wahrscheinlich nicht so angezeigt. 20% Wahrscheinlichkeit. Achso, das ist, glaube ich, Crit-Schaden. Na komm, machen wir erstmal den hier. Der direkt neben uns steht. Ah, es hat auch gereicht. Um ihn auszuschalten. So, wir geben uns mal hinter ein vollständiges Hindernis. Und. Ja, diesmal haben wir beides mal getroffen. Sehr gut. Haben wir diese Runde wohl auch schon wieder gewonnen. Okay. Jetzt auf das Hauptviech drauf, oder was? Oh, es fliegt durch irgendeine Dimension. Ja, warum es auch immer herkommt. Es muss anscheinend immer irgendeine Story für einen Dimensionssprung geben. Ich glaube, irgendwie so war es im ersten Teil auch gewesen. Was ich noch sagen wollte, genau, es gibt natürlich noch verschiedene Charaktere, die man nachher spielen kann. Und jeder hat so seine eigene Spezialisierung. Mario als ausbalancierter Kämpfer, sage ich mal. Ich glaube, Luigi war ein Sniper, die Prinzessin war eine Heilerin. Und auf die Rabbits verteilte sich das auch irgendwie. So, Goombas. Goombas, die gerade irgendwie hypnotisiert werden oder so. Kopfüber ins Unbekannte. Besiege alle. Oh, es sind einige. Aber ich vermute mal, die Goombas kann man einfach mit Kopfsprüngen besiegen oder sowas. Oder mit dem... Nahkampfangriff, den wir vorhin schon gelernt haben. Dieses bösartige, furchterregende Monster ist Misera. Wir sind ihr mit Mühe entkommen, aber sie wird nicht aufhören, uns zu jagen. Puh, diese Misera Puh. Ist außerhalb unserer Achso. Reichweite. Trotzdem gehen ihre Energiewerte weit über das hinaus, was ich erfassen kann. Ich kann euch helfen. Boah, es ist so irritierend, dass manches gesprochen wird und manches nicht. Ne? Ich kann euch helfen. Ich kann Mario die Kraft verleihen, seine Angriffe zu stärken. Sie wirkt sich sogar auf seine Freunde aus. Jede Hilfe ist uns willkommen. Mario, zeig mal, was deine neue Fähigkeit vermag. Apropos Fähigkeiten. Denkt daran, dass ihr beide über individuelle Techniken verfügt. Ich habe das Gefühl, dass ihr sie brauchen werdet. Ja genau, jetzt kommen wir schon so ein bisschen wahrscheinlich in diese Spezialisierung rein. Jetzt, da du zwischen Angriff und Techniken und Sparks wählen kannst, denke daran, dass jeder Held 2 Aktionspunkte pro Zug hat. Und vergiss nicht die Raserei. Diese Bewegungsfähigkeiten verbrauchen keine Aktionspunkte, aber sie haben eigene Zähler. Um an eine bessere Position zu gelangen, kannst du einen Teamsprung nutzen. Es ist eine Bewegungsfähigkeit und verbraucht keine Aktionspunkte. Aber sie hat einen eigenen Zähler. Okay, danke. Das kann ich jetzt
wegmachen mit Raserei, ja. So, auch Teamsprung hat einen eigenen Zähler. Konnte man sich das jetzt nicht irgendwie anzeigen lassen, wie weit man mit dem Teamsprung kommt? Ach so, da pulsierte es, glaube ich, gerade, oder? Ich komme sogar fast weiter, als das angezeigt wurde. Jetzt kann ich mich hier nochmal bewegen. So, was kann ich jetzt machen? L? Turboladung. Verbündete in Reichweiten fügen mit ihren Angriffen und Bewegungsfähigkeiten 20% mehr Schaden zu. Okay, das ist dann ein Aktionspunkt. Feuer 2. Sind beide Geschosse dann auch eine Aktion? So, erster besiegt. Ne, wir haben noch eine Aktion, ne? Aber das kann ich jetzt nicht mehr machen. Jetzt können wir entweder noch unsere Leute buffen. Was haben wir hier? Hellensicht. Ziele, die in Reichweite... Die in die Reichweite und das Sichtfeld des Heldens kommen, erleiden 100% Schaden und eventuelle Supereffekte. Besitzt eine Ladung. Das ist, glaube ich, dieses Ding, das mein... Ja, gut, das ist der zweite Aktionspunkt. Ich kann jetzt nichts mehr machen. Aber wenn sich jetzt nachher irgendwann Gegner anfangen zu bewegen... Dann kriegen die, glaube ich, automatisch Schaden von mir. Ruhe im Frieden. So, und sie hat Kraftpunkte bereits voll. Heilen. Ah, sie könnte heilen. So, jetzt kann ich mich ja auch nicht mehr bewegen. Und sie hat noch keinen Spark, mit dem sie irgendwas machen könnte. Dann beenden wir unseren Zug hier und gucken mal. Ja gut, genau das, was ich sagte. Wenn sich Gegner bewegen und in Sichtweite kommen, aber ich glaube auch nur einmal... dann schießt Mario automatisch. Ist natürlich gegen die Goombas nicht so effektiv, wenn die da unterwegs sind, immer nur zwei von denen wegballert. Ja, da hast du ja super vor meinen Schutz geschossen. Oh, mein Schutz ist halb weg. Ja, ich fände es ja schon irgendwie super, wenn man vorher mal sehen würde, wie weit man fliegt, ne? Ach so, das ist kein halbes Hindernis da. Ich dachte, ich konnte diesen einen der Gegner hinter den Hindernissen treffen. Kann ich aber nicht. Okay, dann schießen, erledigen wir wenigstens die Goomba-Truppen komplett. Raserei hat einen eigenen Zähler. Aber ich komme... Wenn ich jetzt hier stehen bleibe, wäre super dumm. Dann könnten die mich super easy überlaufen. So, ich kann hier auch nochmal einen Teamsprung ausführen. Das ist natürlich nice. Dann gehen wir mal hier hin, dann kann ich sogar noch... Ernsthaft, man kann auch daneben fallen. Na, jetzt habe ich auf beide. Warum zieht er defaultmäßig zwei verschiedene Gegner an? Das ist ja fast schon wieder furchtbar. So, einmal heilen bitte. Geile Animation. So, und damit... Beenden wir unseren Zug mal und gucken, was die Gegner hier machen. Die Gegner gehen weiter in Deckung. Nein, sie haben Peach. Rabbit Peach getroffen hinter ihrer Deckung. Ist eine Unverschämtheit. So, wir machen das jetzt so. Wir stellen uns mit ihr mal hier hin, auch wenn sie nicht in Deckung ist, weil ich denke... Ich werde diese Runde jetzt beenden. Ach so, guck mal, man kann nur alle drei Runden heilen. Okay, das ist auch schon mal gut zu wissen. Aber ich glaube, stimmt, das war, glaube ich, im ersten Teil auch schon so gewesen. Ich hatte es nur nicht mehr in Erinnerung. So, Teamsprung. Einmal neben den Gegner, bitte. Können wir uns auch auf den Gegner fallen lassen? Und tschüss, mein Freund. So schnell kann es gehen. Schlacht gewonnen. Oh, wir haben fast Level 2 erreicht. Aber nur fast. Und kriegen Münzen und Sternteile. Okay. Man kann sich auch noch verschiedene Waffen und Ausrüstung und sowas kaufen. Dafür wird man die Münzen und die Sternteile brauchen. Aber das werden wir mal abwarten müssen, wie sich die Shops dafür geben. Und vor allen Dingen, wo sie sich ergeben. Okay, wer kommt hier schon wieder angeflogen? Noch
Affen her. Rabbits, Rabbit Luigi und wer war es noch? Es ist einfach so witzig gemacht, Leute. Das habe ich auch schon am ersten Teil so gemocht. Wobei ich immer noch nicht so sicher bin, was es mit diesem Rochen da jetzt auf sich hatte. Herzlich willkommen, Mario und Rabbit Peach. Schön, dass ihr unversehrt seid. Eure Sicherheit ist für unsere Mission von entscheidender Bedeutung. Hey, hallo. Erinnerst du dich? Das Wesen, das dich erschaffen hat. Auch ich lebe noch. Ebenfalls erfreulich, aber in deinem Fall ist der kritische Erfolgsfaktor um 31,732193% geringer. Was? Als gegenüber Mario, oder was? Nimm Genie ihre Arroganz nicht übel. Als neue künstliche Intelligenz des Schiffes hat sie erst gestern ein Ich-Bewusstsein erhalten. Genie, die Schiffsintelligenz. Hier sieht es übrigens doch eher aus wie Beep Zero. Offensichtlich ist da noch ein wenig Qualitätskontrolle erforderlich. Aber da wir uns gerade in einer Notsituation befinden, wollte ich... Hallo, mein Kleiner. Ach so, wie schön du funkelst. Bist du mit Mario an Bord gekommen? Interessant. Dem Anschein nach besteht diese Kreatur zu gleichen Teilen aus Rabbit und Luma. Folglich steckt eine große Menge Energie in ihr. Ach so, richtig. Dieser Luma, dieser Spark. Ist das der Spark? Ich weiß nicht, dieser Luma hat auch Rabbit-Ohren. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich vermute, dass noch mehr davon über die Galaxie verteilt sind. Aber mir fehlen die Daten, um eine genaue Zahlenangabe machen zu können. Ja, das werden wir dann rausfinden. Hm. Wie konnte das passieren? Rosalina hätte das niemals zugelassen. Mama, sie ist in Gefahr wegen Misera. Bitte helft mir, bitte. Oh, Rosalina ist in Gefahr. Rosalina spielt hier auch mit. Nice. Oh nein, Rosalina, es muss etwas Schreckliches passiert sein. Misera nimmt die Galaxie ein, mit Hilfe einer zerstörerischen Energie namens Finsterzeit. Okay. Ich kann das Epizentrum dieser Aktivität ausmachen. Miseras Festung. Ja, dann wird's wohl Zeit, dass wir uns dahin begeben, ne? Unser Schiff würde eine Ewigkeit brauchen, um von unserer aktuellen Position zu dieser Festung zu gelangen. Allerdings könnten wir mit Finsterzeitenergie in gereinigter Form eine Reihe von Warp-Tunneln erzeugen, durch die wir quasi sofort dorthin gelangen würden. Okay, also müssen wir Finsterenergie sammeln und diese reinigen, ja? Genau das wollte ich unserem Freund hier gerade vorschlagen. Wie sollen wir deine Art eigentlich nennen? Aha, wie wäre es mit Rabbit Lumas? Ja, sehr kreativ. Also müssen wir die Welten besuchen, die Misera auch schon besucht hat, ja? Ihr quasi folgen, um dann in ihr Schloss einzudringen. Na gut. Wenn man es objektiv betrachtet, passt Rabbit Lumas doch eigentlich perfekt, oder? Na klar. Der nächste Planet in Reichweite ist Strahlestrand. Dort hat sich die Finsterzeit bereits ausgebreitet. Es gibt nicht genügend Daten, um die Gefahrenstufe einzuschätzen. Allein auch schon Rabbit Mario und Rabbit Peach sehen einfach auch schon so witzig aus, ne? Der Strahlestrand. Für dich sind Abenteuer vielleicht neu, aber nicht für uns. Bei dieser Mission erwarte ich einen Schwierigkeitsgrad von... Ja, wir bleiben erstmal beim Mittel. Natürlich behalte ich mir das recht vor, meine Meinung im Laufe der Mission jederzeit zu ändern. Wie auch immer, durch die Rückendeckung der Rabbit Lumas wird unser steiniger Weg schon etwas weniger beschwerlich. Ich dachte, wir hätten uns auf Sparks geeinigt. Ach so, haben wir das, ja? Egal. Wichtig ist, dass sie uns helfen. Jetzt, da Misera weiß, dass sie bei uns sind, wird sie uns bestimmt nicht noch einmal belästigen. Ja, das werden wir sehen. Okay, aber die Rabbit Lumas sind dann doch die Sparks. Ich brauche die Energie dieser Kreaturen. Bringt sie mir!
Ein verregneter Strand. Es hat mir gefallen, dass der Fluxkompensator gerade, sah der nicht auch so aus? Was ist das denn? Augi, raus! Raus, raus, raus! Wenn ihr Ärger machen wollt, dann haben wir schon genug! Steckt das Ding weg! Wir sind Helden, keine ungezogenen Touristen! Helden? Du meinst diese Art Helden, die sich selbst in Gefahr bringen, um völlig Fremden zu helfen? Genau, die sind wir. Baby. Augis Gebete wurden erhört, hoha! Ich meine, ich habe da ein paar klitzekleine Probleme, bei denen ich Hilfe gebrauchen könnte. Seht ihr das Ding da oben auf dem Leuchtturm? Klar sehen wir das. Die Sonne ist in dem Augenblick verschwunden, als es aufgetaucht ist und unser Leuchtfeuer ausgepustet hat. Dieses Ding ist ein Finsterzeit-Tentakel. Wenn wir ihn vernichten, können wir nicht nur seinen schädlichen Einfluss auf das Wetter aufheben, sondern auch seine Finsterzeit-Energie reinigen, um damit einen Warp-Tunnel zu unserem nächsten Ziel zu erzeugen. Außerdem müssen wir alle Finsterzeitpfützen beseitigen. Sie bringen uns zwar keine gereinigte Energie, sind aber trotzdem gefährlich. Hat so ein bisschen was von Bowser Furies, ne? Dass hier alles mit so Bowser's Fury, dass hier alles so mit so schwarzem Schleim oder was auch immer zugeschleimt ist. Sie bringen uns zwar keine gereinigte Energie, sind aber trotzdem gefährlich. Okay, Pfützen bereinigen. Und Finsterzeitenergie vom Leuchtturm reinigen. Außerdem. Könntet ihr erst nochmal in dem Dorf vorbeischauen? Es schwebt in großer Gefahr. Darum wollte ich mich eigentlich schon längst kümmern. Augis Anliegen lässt sich mit unserer Mission vereinbaren. Im Dorf habe ich außerdem einen Spark entdeckt. Wir sollten Kontakt aufnehmen. Okay. Gut. Spark? So nennt ihr diese kleinen sternförmigen Tierchen? Seufz. Die hätten uns allen besser den Gefallen getan, zu Hause zu bleiben. Nun, ich glaube, die Sparks sind nicht schuld an der Misere, ne? Aber das Dorf mit seinen Problemen klingt nach einem Job für ein Heldenduo. Und meine Wenigkeit natürlich. Natürlich. Ein Kinderspiel. Bringen wir es hinter uns, bevor meine Nanodioden einrosten. Wer kommt mit? Ich. Hier. Yep. Neue Hauptaufgabe freigeschaltet. Du hast deine ersten Aufgaben freigeschaltet. Sehen wir sie uns auf der Karte an. Hier ist der nächste Schritt unserer Hauptaufgabe, da wo die goldene Fahne ist. Um alle verfügbaren Aufgaben zu sehen, kannst du jederzeit X drücken und dein Aufgabenprotokoll öffnen. Rette Strahlestadt. Okay, wir haben im Moment nur eine Hauptaufgabe, ja? Tief unter Strahlestadt. Okay, sind auch schon andere Sachen eingezeichnet. Geheimgebiet von Strahlestrand. Rote Münzenherausforderung. Hierzu wird uns nichts gesagt. Bogen der Finsterzeit und wir sind hier. Okay, die Karte schauen wir uns beim nächsten Mal noch genauer an. Mehrere Waffenskins erhalten. Du hast deine ersten Waffenskins erhalten. Ja, da war irgend so ein DLC-Code beim Spiel bei gewesen. Da habe ich, glaube ich, Waffenskins durchbekommen. Interessiert mich aber ehrlich gesagt ziemlich wenig. Drücke nach unten, um die Seite der Teamheilung zu öffnen und dein gesamtes Team zu heilen. Natürlich im Tausch gegen Münzen. Okay, dafür braucht man schon mal die erste Funktion für die Münzen. Das ist ein Angebot von Rabattbot 9,99 plus TX, dem Händler. Schau mal bei ihm vorbei. Er hat auch einige sehr interessante Items zu verkaufen. Ju, Leute. Ich würde sagen aber, dass tun wir beim nächsten Mal. Die Zeit ist mir schon wieder um. Es war ja schon mal ein ziemlich amüsanter und vielversprechender Einstieg. Ich bin mal gespannt, was uns hier am Strand noch so erwartet. Ich hoffe ihr auch. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben oder eventuell sogar ein Abo da. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.